heute haben wir im Darmstädter Echo einen ganz besonderen Gast. Wir haben heute Lena hier. Lena, wie alt bist du denn? Ich bin 11 Jahre. Und warum genau bist du heute bei uns zu Gast? Weil ich interviewt werde, denn ich schreibe beim Diktatwettbewerb mit. In Frankfurt ist morgen das große Finale von dem bundesweiten Diktatwettbewerb, richtig? Ja. Und warum, wie hast du es denn geschafft, dass du bis ins Finale gekommen bist? Also, ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich war in meiner Altersklasse die Beste und ja, deswegen wurde ich eingeladen, außer Konkurrenz. Und wie warst du denn die Beste? Wie viele Fehler hattest du denn im Diktat? Ich hatte 17 Fehler. Das ist wirklich sehr gut. Und jetzt morgen für das große Finale, hast du dich da besonders drauf vorbereitet? Ich habe mich zwar nicht vorbereitet, aber nach ein paar Wörtern gesucht, die vielleicht rankommen könnten. Weil wir haben nämlich jetzt das Thema Sport. Und ja, da habe ich mal geguckt, welche Wörter da drankommen könnten. Was wäre denn so ein Wort? Disqualifizierung. Und kannst du das mal buchstabieren, wie man das schreibt? D-I-S-Q-U-A-L-I-F-I-Z-I-E-R-U-N-G. Ist aber auch ein sehr schweres Wort. Und bist du aufgeregt, wenn du jetzt an morgen denkst? Ja, schon. Und wenn du in der Schule bist, sagen dann deine Klassenkameraden irgendwie, haben die dir viel Glück gewünscht oder drücken dir die Daumen, hast du ein Plakat bekommen, kommen die mit, um zu jubeln oder? Also sie haben mir auch Glück gewünscht und fanden es auch sehr cool, dass ich da dabei bin. Sie sind bestimmt stolz. Und deine Lehrer auch bestimmt. Ja. Und ist Deutsch auch dein Lieblingsfach in der Schule? Ja, weil ich mag auch sehr gerne Sprachen und Englisch mag ich auch deswegen. Und könntest du dir vorstellen, später auch mit Sprache zu arbeiten, wenn du so gut und talentiert darin bist? Ja, sogar gerne. Dann wünschen wir dir ganz viel Glück für morgen. Einfach tief durchatmen, dann wird es alles sehr gut. Und schön, dass du heute bei uns warst.